Mein Vater war der Direktor der Danziger Gasmeisterfabrik und sein Exportland war Polen. Wir hatten auch sehr viele Freunde unter Polen. In der ganzen Gesellschaftsschicht gab ja hervorragende Leute, auch ehemalige Deutsche in Dirschau. Mein Vater bereiste Posen oder Łódź, wir sagen Łódź, aber polnisch Łódź, Lemberg, Warschau und hatte eine Vertretung in Bromberg. Und weil die Krise da war, wollte er sich mit dem Vertreter von Bromberg, das war ein Herr Bieske, in Gdynia treffen. Und genau zu dem Zeitpunkt, eine Woche vorher, fuhr mein Vater nach Polen rein, was damals die ganze Familie wartete. Es war ein heißer Sommertag. Hoffentlich kommt der Vater zurück. Wir saßen im Herrenzimmer bei uns und warteten. Hoffentlich meldet er sich, weil man das Gefühl hatte, jeden Moment könnte die Bombe platzen, wenn ich das mal so sagen darf. Und mein Vater kam zurück und sagte: In Gdynia ist der Teufel los. Er hat sich mit dem Herrn Wieske noch getroffen, haben verabredet, was kann im Falle X gemacht werden. Polen hatte mobilisiert, es wimmelte von Soldaten und wir hatten das Gefühl gehabt, unmittelbar steht etwas bevor. Von welcher Seite konnte man nicht genau sagen. Das war also eine beängstigende Situation, beruhigte sich dann wieder. Es gab ja dann auch diese politischen Verhandlungen, die hörten wir in den Zeitungen, wurden verschieden kommentiert, aber mit Spannung. Und dann kommt dieser berühmte Tag mit der Sowjetunion, wo wir gesagt haben, also, das ist Entspannung. Und jetzt gibt es diesen berühmten 31. August. Ich erinnere mich ganz genau. Wir hatten in der Delburg-Allee, in der wir wohnten, das war eine sehr schöne eichenbestandene Allee. Sie stieg leise an. Daher konnten wir auch am 1. September von unserem Dachboden aus die Schüsse der Schleswig-Holstein auf die Westerplatte live direkt sehen. Heute wird das aus den Archiven herausgegraben vor 70 Jahren. Und wenn das Fernsehen den Kriegsanfang zeigt, dann kommt wahrscheinlich dieses Bild mit der Westerplatte. Ich kenne es immer. Ich habe es gesehen. Und das können heute kaum noch Leute sagen, sie haben es gesehen, denn man müsste ja schon eben mein biblisches Alter haben, um das wirklich mit Bewusstsein gesehen zu haben. So, und an dem Abend, es war ein wunderbarer Abend. Wir saßen auf dem Balkon, wir tranken ein Gläschen Wein, wir waren eigentlich in Spannung, aber doch entspannt. Wir hofften eben, es wird keinen Krieg geben. Irgendeine Lösung wird es geben. Und aus der Eichen strömte die würzige Luft raus und wir ahnten nicht, dass das der letzte Tag der freien Stadt Danzig war und der letzte Tag des Friedens. Und am nächsten Morgen um 4:45 Uhr zitterte der Briefkasten bei uns, die Fensterscheiben klirrten und ich wusste sofort, das ist der Krieg. Denn wir waren ja gut geschult und durch Weltkriegsfilme, die man sah, Verdun und von den ganzen Büchern, die man gesehen hatte, ich hörte sofort Artilleriesalven. Es waren jene Salven von der Schleswig-Holstein, die Richtung Westerplatte, Richtung Polen gingen. Und hinter uns stand auch aufgefahren irgendwie eine Einheit, die wir vorher gar nicht bemerkt hatten, dass da was inzwischen installiert worden war. Und wir wussten, das ist der Krieg. Es war eiskalt, ich war 15 Jahre alt, aber ich glaubte, jetzt müsste ich für unsere Familie was Besonderes tun. Wir hatten neben uns jeden Abend ein Fluchtgepäck. Wir hatten, für jeder Danzig hatte eine Volksgasmaske vorher bekommen. Man rechnete unter Umständen mit, dass die Polen, die hatten ja eine vorgelagerte Halbinsel Hela, dass dort Artillerie installiert ist und Danzig beschießen würden oder mit der Luftwaffe angreifen würde. Die Koffer standen im Herrenzimmer bereit, mit Andenken, mit Papieren, mit Wertsachen. Und ich, also mit einem 15-jähriger Junge, kurze Hose, Hemd an, und ich dachte so, jetzt ist meine Bewährungszeit gekommen. Ich stürzte also mit den Koffern runter in den Keller, nochmal rauf, die nächsten runtergemacht. Und dann schrie schon jemand vom Haus oben, die Schleswig-Holstein schießt. Und natürlich rauf auf den Dachboden, da standen wir dann und sahen diese berühmten Schüsse von der Schleswig-Holstein. Das war der erste Moment, das war also jetzt etwa 5:30 Uhr. Es war ein herrlicher Spätsommertag, kann man sagen. Es wurde ein sonniger Tag und dann überschlugen sich Ereignisse. Ich möchte aber hinzufügen, dass jetzt alles, was passierte, man stellte sofort das Radio ein und dann kam schon die Verlautbarung in Kürze einer Erklärung der Reichsregierung. Natürlich, man hörte ab und dann kam diese berühmte Rede von Hitler in seiner gutturalen Stimme. Er hatte lange Geduld gab mit Polen, aber jetzt wäre das Maß voll und jetzt geht es ab so, sein berühmter Satz, ab 5:45 Uhr wird zurückgeschossen. Und ich glaube, mich zu erinnern, dass er da einen Fehler gemacht hat, es war nämlich 4:45 Uhr, das habe ich aber später gelesen, das spielt in dem Moment keine Rolle.
jetzt wird zurückgeschossen. Wir wussten, jetzt ist Krieg. Und Verdunklungsübungen waren vorher gemacht worden in den Augusttagen. Es wurde eingeteilt, dass in jedem Haus jemand verantwortlich war für genügend Sand, eine Löschpatsche, eine Feuerpatsche, hieß es. Also es war alles so vorbereitet eigentlich für den Ernstfall. Und dann kam dieser Tag, wo sich die Ereignisse überstürzten. Aber noch hatte Frankreich und England ja keinen Krieg erklärt.